Hallo liebe Orakelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Reading für das aktuelle Wochenende Samstag, Sonntag, 11.12. März. Wir starten für das Kollektiv mit einer Grundüberschrift, gehen nachher weiter mit den Zigeunerkarten im Keltischen Kreuz und den Klärungskarten aus dem Crowley Tarot und zu guter Letzt schauen wir uns den blinden Fleck an. Wir starten mit dem Krafttier-Orakel von Jean Rouland. Für all diejenigen, die gerne eine private, persönliche Online-Beratung haben, alle Infos findet ihr unten in der Box unterhalb des Videos angeheftet. Und sehr gerne könnt ihr mich unterstützen in meinem Wachstum auf diesem Kanal. Schenkt mir eure Likes, kommentiert und abonniert. Los geht's mit zwei Impulsen von den Krafttieren. Wir starten mit dem Drachen. Es geht um eine Entfesselung, es geht um eine Befreiung. Dynamische Kräfte helfen dir, dich zu entwickeln und von alten Fesseln zu befreien. Lerne den Drachen zu reiten. Ja? Wo in eurem Leben habt ihr euch zu stark verstrickt? Wo geht es darum auszubrechen, sich zu befreien? Und wir haben den Elefant mit der Weisheit. Deine Vorhaben werden gelingen, Stabilität und Glück kündigen sich an. Also, immer wenn wir uns aus alten Mustern befreien, kommt neues Glück, neue Stabilität, auch wenn uns die Veränderung vielleicht anfangs Angst macht. Dann holen wir uns Klärungskarten, nein, keine Klärungskarten, noch Grundüberschrift aus dem Deck der Kaiserin. Was rät uns die Kaiserin für dieses Wochenende? Nochmal zwei Impulse. Hier wollten schon zwei raus. Was haben wir hier? Die Kaiserin weiß um Ebbe und Flut. Also hier fällt mir sofort ein, binden und lösen, Fülle, dann vielleicht wieder weniger Fülle. Also eine Welle hat immer einen Hochpunkt, einen Höhepunkt, einen Tiefpunkt. So ist das Leben auch. Das fließt nie geradeaus. Ja? Und was haben wir hier noch? Die Kaiserin setzt sich selbst auf den ersten Platz. Also alle männlichen Zuschauer, mögen Sie hier bitte einen Kaiser vorstellen. Ihr setzt euch auf den ersten Platz. Ihr wisst um den Wechsel von Ebbe und Flut, also dass das Leben ein ständiges Auf und Ab ist. Ja? Diese Bewegung wird zur Normalität und wird nicht mehr als Drama interpretiert. Ja? Wir gehen jetzt ins Keltische Kreuz. Was möchte uns das Universum für 11.12. März mitteilen? Bitte um ganz klare Impulse. Wir starten mit dem Brief, mit dem Feind, mit der Botschaft. Hier geht es ganz offensichtlich um Kommunikation. Wie kommuniziert ihr? Mit wem kommuniziert ihr? Seid ihr feindlich gestimmt? Ist es jemand aus eurem Umfeld? Geht es hier auch vielleicht um Vertragsverhandlungen mit dem Brief? Oder geht es hier um Sicherheit in der Liebe, in wichtigen Verbindungen für euch mit dem Brief? Ja? Es kann auch um Dokumente gehen, um Verträge, wo vielleicht etwas nicht ganz stimmt. Also dann dürft ihr euch zeigen, tretet in Kommunikation. Auf eurer Gedankenebene ist die Traurigkeit, das heißt für mich, dass hier sehr viel Heilungspotenzial im Raum steht. Ihr dürft eure Gefühle beobachten, da sein lassen, wertschätzen und wenn ihr traurig seid, dann bringt euch jede Träne der Heilung näher. Vielleicht erinnert euch auch eine bestimmte Situation an die Vergangenheit, was euch ein bisschen traurig stimmt, denn wir haben die Traurigkeit oder die Person, die auf der Karte abgebildet ist, die blickt nämlich in die Vergangenheit. Ja? Im Unterbewusstsein haben wir den Dieb. Das kann hier um eure Verhaltensmuster gehen, um Verhaltensmuster aus eurem Umfeld, um wirkliche Diebe, die euch Energie stehlen, die euch Geld stehlen. Keine Ahnung, was man euch sonst noch stehlen kann. Mir kommt sofort in den Geist oder eine Meldung herein. Eure Seele. Habt ihr eure Seele verkauft? Wenn ja, wem? Ja? Beobachtet das. Auch hier haben wir die Person, die in die Vergangenheit blickt. Ja? Vielleicht auch nicht zu vergangenheitsorientiert sein und immer wieder üben, ins Jetzt, in eure Präsenz zu kommen.
In der Vergangenheit ging es um den Offizier, möglicherweise um eine Behörde, um einen Chef, um die Positionierung, um eure Positionierung, wo auch immer, im Beruf, in euren Verbindungen. Es kann auch um den Staat gehen, ja, vielleicht habt ihr da bestimmte Angelegenheiten zu regeln. Alle, die schon länger zuschauen, wissen auch, dass es für den heimlichen Liebhaber oder den Mann eures Lebens steht. In der nächsten Zukunft geht es um das Unglück, ja. Hier kommt eine Herausforderung auf euch zu, ein Wake-up-Call kommt hier auf euch zu. Alles, was hier auf Sand gebaut wurde, wird eher, nicht nur eher, wird zerbröckeln und das möglicherweise sogar sehr schnell. Es geht mit Sicherheit um die Reise. Ja, möglicherweise wollt ihr eine Reise, einen Ausflug übers Wochenende veranstalten. Vielleicht habt ihr Schwierigkeiten, euch fortzubewegen. Vielleicht will euch jemand daran hindern, weil wir den Dieb da liegen haben. Es kann um Auswandern gehen, es kann um einen Umzug gehen. Es kann um einen Wagen oder um ein Fortbewegungsmittel gehen, auch mit der Reise. Ja? Oder ihr wollt jemanden besuchen oder euch will jemand besuchen. In eurem Umfeld haben wir das große Geld. Ja? Also, hier bekommt ihr Wertschätzung, hier bekommt ihr Geld möglicherweise, das große Geld. Vielleicht werden auch finanzielle Sachen geklärt, die hier nicht ganz so glücklich verlaufen, weil die Karten hier nebeneinander liegen. Ja? Und mit der Reise wird etwas vorangekündigt oder angekündigt, wo etwas weitergeht. Oder ihr befreit euch, wie in der Überschrift gesagt, aus diesem finanziellen Schlamassel hinaus. Hoffnung oder Befürchtung ist das Geschenk. Ja? Eure Gefühle sind hier euer Geschenk. Sie sind der Wegweiser. Sie zeigen euch auf in eurem Inneren, was ihr im Außen zu tun habt. Wenn ihr darauf lauscht, darauf hört, werdet ihr genau wissen, was ihr zu tun habt. Das ist für mich ganz klar Weisheit. Vielleicht ist hier auch jemand unglücklich, weil ihr euch an den ersten Platz stellt und euer Umfeld ist das nicht gewohnt. Wie geht denn das Ganze aus? Wir haben den Verlust, die Hoffnung und die Beständigkeit. Ja? Hier geht es um Loslassprozesse, um Verluste. Wenn hier etwas verloren geht oder gegangen ist, kehrt hier wieder neue Hoffnung und Beständigkeit in euer Leben. Ja? Ihr habt hier die Aufgabe, eure Energie hochschwingen zu lassen, egal was im Außen passiert. Dadurch bleibt ihr bei euch, dadurch bleibt ihr beständig. Wenn ihr hier bestimmte Situationen, Personen loslassen könnt, werdet ihr auch im Berufsleben neue Hoffnung schöpfen. Ja? Denn die Beständigkeit spricht für die Berufskarte, für das Berufsleben schlechthin. Unter dem Deck haben wir den Witwer. Hier geht es möglicherweise auch um eine männliche Person in eurem Umfeld, die sehr stark herausgefordert ist, die sich getrennt hat. Möglicherweise konsultiert ihr einen männlichen Mentor, der euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Hier kann es auch um eine Vaterfigur gehen. Ja? Gut. Diese Person blickt hier auf die Traurigkeit. Ja? Vielleicht ist es ja nicht eure Traurigkeit, vielleicht ist es die dieses männlichen Mitstreiters oder dieser männlichen Person in eurem Umfeld. Ja? Gut, dann gehen wir zu den Klärungskarten über, wie versprochen. Ich hätte gerne eine Klärungskarte zum Feind. Da zeigen sich die 6 der Münzen. Eine pure Erfolgskarte. Steht ihr euch selbst im Wege? Ja? Was bedeutet Erfolg für euch? Erfolg ist immer etwas, das erfolgen kann nach etwas. Also, wie seid ihr im Leben positioniert? Wenn Erfolg euer Freund, eure Freundin wäre, würden sie gerne in euer Leben kommen? Seid ihr offen dafür? Seid ihr überhaupt bereit dafür? Das soll ich euch fragen. Hier kann es auch um die Münzen gehen, um materiellen Erfolg. Ja? Dann hätte ich gerne eine Klärungskarte zum Dieb.
Da haben wir die drei der Münzen. Wieder eine Berufskarte, möglicherweise auch eine wichtige Prüfungssituation für alle, die eine Prüfung zu absolvieren haben. Die, die das nicht offiziell haben, für die ist es eine Lebensprüfung. Wenn die See die Wellen hochbeischt, habt ihr die Aufgabe, bei euch zu bleiben, liebe Leute. Und es kann auch ums Berufsleben gehen. Ja? Das Unglück, bitte eine Klärungskarte. Da haben wir die 10 der Kelche. Eine sehr, sehr positive Karte. Ja? Vielleicht sind andere Menschen unglücklich und ihr seid in der Fülle. Vielleicht gibt es aber in euch, in euren Inneren, zwei Seiten, wo ihr einmal überglücklich seid und wo ihr dann wieder unglücklich seid. So eine Form des Zwiespalts, das ihr vielleicht spüren könnt. Ja? Und jetzt hätte ich gerne noch eine Klärungskarte zum Verlust. Da haben wir die 2 der Stäbe. Hier geht es ganz stark um Handlungsfähigkeit. Wie ist es um eure Handlungsfähigkeit bestellt? Mars im Widder haben wir auf der Karte. Dort ist der Mars zu Hause, der Widder gehört zum Mars. Ja? Was bedeutet Mars? Tatkraft, Entscheidungskraft. Ja? Vielleicht ist das verloren gegangen und das darf jetzt wieder wachgeküsst werden in eurem Leben. Und ihr habt auch die Aufgabe mit dieser Karte, eine spirituelle Komponente in euer Leben einzuladen. Sehr wichtig. Ja? Gut. Dann hätte ich jetzt gerne zu guter Letzt noch den blinden Fleck. Wie lautet der blinde Fleck für das Kollektiv für dieses Wochenende? Worauf dürft ihr besonders achten? Das ist der König. In diesem Fall ist der König der Schauspieler. Ja? Liebe Leute, hier habt ihr die Aufgabe, bestimmte Rollen einzunehmen, euch aber nicht mit dieser Rolle zu identifizieren. Manche Rollen sind im Alltagsleben einfach hilfreich. Ja? Es kann hier sein, dass ihr von bestimmten Menschen nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ihr gerne hättet. Dann spielt ihr momentan keine Rolle. Könnt ihr damit leben. Möglicherweise geht es aber auch um euer Umfeld. Ja? Die Rollen können ja immer vertauscht sein in den Legungen. Und es geht darum, dass ihr bestimmte Rollen einnehmen dürft, euch nicht damit identifizieren und die auch immer wieder ablehnen dürft, damit euer wahres Wesen zum Vorschein kommt. So, mit diesen Impulsen wünsche ich euch jetzt ein zauberhaftes Wochenende und ich freue mich schon sehr auf die nächste Legung mit euch. Bye, bye.